Ja, also guten Morgen. Herzlichen Dank für die Einladung. Ich bin so ein bisschen wie die Jungfrau zum Kind hier gekommen. Ich wollte nämlich nicht. Und ja, aber jetzt habe ich es gemacht und wie schon gesagt worden ist, ich bin so Nationalsozialismus und Antisemitismus und deutsche Geschichte und mit Kolonialismus habe ich mich beschäftigt, aber mit Rundfunkgeschichte eigentlich wenig. Aber ich fand dann die Herausforderungen von Ihnen, Herr Walter, schließlich doch interessant und es schließt ganz gut an, weil ich mich nämlich auch mit dem, der hier am Schluss immer wieder genannt worden ist, mit Goebbels beschäftige. Und wir haben ja dieses Problem, wie heute mit den sozialen Medien auch, dass etwas Gutes, Interessantes, Technisches plötzlich entwickelt wird, aber man dann plötzlich sieht, welcher Geist da wie aus der Flasche gelassen worden ist. Nach chaotisch-experimentellen Anfängen wurde der Rundfunk 1923 erfunden und bereits in der Weimarer Republik sehr weitgehender staatlicher Regulierung unterworfen. Zuständig war zunächst die Reichspost, die die Sender betrieb, und folglich standen die Bestimmungen über den Rundfunk im Amtsblatt des Reichspostministeriums vom 27. November 1931. Das war dann die Endformulierung nach einigen Vorläufern dieser Bestimmungen. Darin war viel von den Hörerrechten und Pflichten die Rede. Die Aufstellung eines Rundfunksempfängers bedurfte der Genehmigung. War diese erteilt, wurde eine monatliche Gebühr von 2 Reichsmark fällig. Für das Errichten einer Dachantenne mussten weitere Beträge abgeführt werden. Also die Gebühr, die haben wir seither. Das ist eine Erfindung der Weimarer Republik. Das Durchschnittsentgelt aller abhängig Beschäftigten lag Ende 1931 bei 1750 Reichsmark im Jahr brutto. Da können Sie sich vorstellen, wie viel eine Arbeiterfamilie mit 3 Kindern hatte. Monatslöhne von 80 und 100 Mark waren nichts Ungewöhnliches in dieser Zeit. Da waren 2 Mark viel, 24 im Jahr. Die allermeisten Leute, 80% der Bevölkerung, rechneten damals mit jedem Pfennig. Diese breite Mittelschicht, wie wir hier heute versammelt sind, die hat es damals nicht gegeben. Also so Leute wie wir hier, das waren allenfalls 10% der gesamten Bevölkerung. Ein Radiogerät kostete damals 200 bis 400 Reichsmark. Das heißt, das Radiohören blieb zunächst ein Vergnügen der gehobenen Stände. Das änderte sich 1933 fast über Nacht. Der von da an für die kommenden 12 Jahre tätige Reichsminister für Volksaufklärung und Propaganda, Joseph Goebbels, der sich selbst als Berliner Gauleiter 1929 kein Radio leisten konnte. Da war nämlich der Gerichtsvollzieher bei ihm, weil er 500 Mark nicht bezahlt hatte. Da wurde sein Föhn beschlagnahmt, aber kein Radio. Ja. Ja, Goebbels. Schließlich waren sich Hitler und Goebbels und er einig, dass das neue Medium Rundfunk ein Hauptmittel der Volksaufklärung und Propaganda werden sollte. Das war von Anfang an klar. Schon im August brachten sie den Volksempfänger auf den Markt, der baugleich von 28 Firmen gleichzeitig produziert wurde. Muss man erst mal hinkriegen. Er trug die Typenbezeichnung VE301. VE, Volksempfänger. Die 301 stand für den 30. Januar 1931, also 30. Januar. Das heißt, man hatte was vor. Ein Volksempfänger kostete 76 Reichsmark. Seit 1938, in Vorbereitung auf den kommenden Krieg, wurde eine Sparversion produziert, genannt Deutscher Kleinempfänger, die für nur mehr 35 Mark zu haben war. Hatte es 1933 rund 4 Millionen Rundfunkhörer gegeben, also gebührenpflichtige Geräteanschlüsse, so muss man sagen, wuchs die Zahl bis 1939 auf 12,5 Millionen. Weil wenn Sie denken, da saßen jeweils 6 oder Hausgemeinschaften dran, war die Rundfunkdichte für den Krieg schon sehr groß. Goebbels betonte immer wieder, wie kriegswichtig der Rundfunk zur Beeinflussung der Massenseele, Massenseele ist sein Wort, sei. Dabei ging es ihm längst nicht nur um NS-Propaganda, sondern hauptsächlich um Unterhaltung.
Der Großdeutsche Rundfunk war ein Unterhaltungssender. Den ganzen Tag wurde da gedudelt. Und dann gab es natürlich auch Klassikprogramme. Gelegentlich auch zersetzende Propaganda in den von Deutschland überfallenen Staaten. Dazu einige Beispiele. Der Ohrwurm, der im August 1939 pünktlich zu Kriegsbeginn erst in den Kinos kam und dann tausendfach im Reichsrundfunk gesendet wurde, bis ihn alle und auch in der Nachkriegszeit noch gut auswendig konnten. Wie hieß der? Ja, das kann doch einen Seemann nicht erschüttern. Ja? Wir lassen uns das Leben im August 39, wir lassen uns das Leben nicht verbittern, keine Angst, Rosemarie. Und wenn die ganze Erde bebt und die Welt sich aus den Angeln hebt, das kann doch einen Seemann nicht erschüttern, keine Angst, keine Angst. Plötzlich spült eine Welle unseren Seemann von Bord, so geht es dann weiter, jedoch für ihn war das nur Sport. Hier vom Taifun, dort vom bösen Hai bedroht, doch mit der Faust schlug er ihn tot. Es kommt, wie es kommen sollte, das Happy End, dann schwamm dem Schiff er hinterher und holt es ein. All das ereignete sich fern der Heimat, dort unten bei Kap Horn. 2 Jahre später wurde daraus, ja, das kann doch ein Lanzer nicht erschüttern. Dort hinten, fern der Heimat, kurz vor Leningrad. Und ich gab mich nicht verloren. Am 2. Oktober 1939 schreibt Goebbels in seinem Tagebuch Wunschkonzert für die Front. Ganz großer Erfolg. Danach dirigiert Furtwängler Beethoven. Das war. Der Krieg gegen die Niederlande, Belgien, Frankreich, da vermerkt Goebbels am 14. Mai 1940 glänzende Schlachtberichte für den Rundfunk. Auch Wochenschaumaterial kommt in großer Anzahl herein. Nach Holland und Belgien lasse ich nun im großen Stil Zersetzungspropaganda über den Rundfunk anlaufen. Die große Rundfunkfabrik Groningen, die es bis heute gibt in den Niederlanden, das ist der zentrale Sender, ist nun durch Mitwirkung unserer Fallschirmtruppen in unserem Besitz. Also auch zur Beherrschung der fremden Länder. Während der Winterkrise 41-42 an der Ostfront muss sich der für die Pflege der Stimmung zuständige Minister mit der von ihm gewollten und reichlich ausgestrahlten Unterhaltungsmusik in den Reichssendern befassen. Sie erfreut jung und alt, schreibt er, in Stadt und Land, notiert der Burschikos. Allerdings seien angesichts der Kriegslage hier und da schon Stimmen zu vernehmen, denen zu viel Musik, vor allem leichte Musik, gesendet wird. Von solchen Einreden lässt sich Goebbels nicht beirren. Gerade wegen der prekären militärischen Lage im Osten, wo pro Monat damals 50.000 deutsche Soldaten fallen oder erfrieren. 50.000. Ja, mehr als im ganzen Krieg zuvor, also bis zum Beginn des Krieges gegen die Sowjetunion. Tode kommen, schreibt er, entscheidend ist jetzt, was das Volk will. Denn das Volk hat den Krieg zu führen und es muss für den Krieg materiell und seelisch tüchtig gemacht werden. Gute Laune hilft auch mit, den Krieg zu gewinnen. Und mit Kopfhängerei werden keine Siege erfochten und auch keine Krisen überwunden. Als es dann im August 1942 militärisch wirklich bergab geht, die Lebensmittel knapp werden und schwere Niederlagen bevorstehen, macht Goebbels wieder einen passenden Ohrwurm populär. Sarah Leander singt ohne Unterlass und auf allen Radiowellen. Davon geht die Welt nicht unter. Sieht man sie manchmal auch grau, einmal wird sie wieder bunter, einmal wieder himmelblau. Es sind Elemente, die aus der Weimarer Republik, aus den schönen Jahren, den 30er, 20er Jahren, die wir gut finden und schön finden, einfach übernommen werden. Also diese Art von Unterhaltung. Und die Künstler, die diese Lieder schreiben, das sind Leute, die in der Weimarer Republik groß geworden sind, unpolitisch, zum Teil homosexuell, werden von Goebbels gehütet und beschützt, dass ihnen ja nichts passiert und dass sie fröhlich weiter dichten, machen und komponieren und singen. Zurück ins Jahr 1933. Freilich gelang es damals nicht entfernt, eine genügende Menge von Volksempfängern zu produzieren und viele konnten sich auch das stark verbilligte Volksradio nicht leisten. Also forcierte die politische Führung des nationalsozialistischen Deutschland den Gemeinschaftsempfang.
Public Viewing, Public Hearing. Das ist doch etwas Schönes, etwas Gemeinschaftsstiftendes. Macht Ihnen das nicht auch Spaß manchmal? Ja, die Führerrede, später die Siegesmeldung, inszeniert als soziale Events. Für den Gemeinschaftsempfang wurde das Gerät DAF, D-A-F, 1011 entwickelt und schon 1933 auf den Markt gebracht, in Betriebskantinen, Gaststätten und Versammlungshäusern aufgestellt. Später folgten Lautsprecheranlagen auf öffentlichen Plätzen, um bestimmte Meldungen oder Reden der NS-Führer zu übertragen, so zum Beispiel am Brandenburger Tor auf dem Pariser Platz. Auch dort verkündete Hitler, das ist beschrieben, diese Szene, am 22. Juni 1941 den Zufallspassanten. Weil Moskau die Abmachung unseres Freundschaftspaktes nicht nur gebrochen, sondern in erbärmlicher Weise verraten hat, habe ich mich deshalb entschlossen, das Schicksal und die Zukunft des Deutschen Reiches und unseres Volkes wieder in die Hand unserer Soldaten zu legen. So wurden sie öffentlich berieselt. Gut 20 Monate vorher, am 3. September 1939, hatte der amerikanische Berlin-Korrespondent William Shirer zufällig am Wilhelmplatz, war er, das ist heute die U-Bahnhof, der U-Bahn-Station Mohrenstraße, das war früher ein großer Platz, auch per Lautsprecher miterlebt, wie über Rundfunk die Kriegserklärung von Frankreich und Großbritannien an Deutschland wegen des Überfalls auf Polen mitgeteilt wurde. Dabei gab es unter den 250 Zufallspassanten dort nicht einmal ein Murmeln. Die Leute standen unverändert dort, betäubt. Sie konnten es nicht fassen, dass Hitler sie in einen Weltkrieg geführt hatte. Die Deutschen wollten diesen Krieg nicht, das ist ja das Interessante. Sie haben ihn trotzdem geführt. Aber das wäre ein anderes großes Thema. Kommen wir zurück auf den Gemeinschaftsempfang und das für diese Zwecke entwickelte Empfangsgerät. DAF 1011. Die Abkürzung DAF stand für die nationalsozialistische Pseudogewerkschaft Deutsche Arbeitsfront. Da waren alle Einzelverbände des früheren ADGB, des Allgemeinen Deutschen Gewerkschaftsbundes, eingegliedert worden, vor allem aber auch das Vermögen dieser Gewerkschaften, das sehr hoch war. Die Nummer 1011 verweist auf eine Hitlerrede vom 10.11.1933. Das war sozusagen der Auftakt dieses öffentlichen Public Hearings. So. Und zwar hielt er die in einer riesigen Halle, Werkhalle vor Arbeitern des Dynamo-Werkes in Berlin-Siemensstadt. Die Rede wurde reichsweit und live per Rundfunk übertragen. Viele Millionen Menschen hörten sie. Mit welchen rundfunktechnischen Mitteln die Rede auf die Reichshörbühne gebracht wurde, beschrieb Hermann Stresau, das war einer, dieses Tagebuch ist veröffentlicht, ein liberaler Spandauer Bibliothekar, der wegen seiner liberalen Gesinnung 1933 entlassen worden war. Er hörte in der Spandauer Altstadt diese Rede um die Mittagszeit in einem Café. Die Arbeiter und die vielen Millionen Radiohörer mussten während der als regelrechte Andachtsstunde, und das blieb dann auch so, zelebrierten Rede nicht arbeiten. Die Übertragung begann mittags mit Maschinenrattern, Lokomotivengeschnauf, Lärm von Ketten und Hämmern. Dann sprach Goebbels mit klarer, fester Stimme den Introitus, bis nach einer kleinen Weile Adolf Hitler, der Führer, herannahte. Für das riesenhafte Radiopublikum im ganzen Reich erklangen zunächst von fern vernehmbare Heilrufe, dann aber sich gewaltig steigernd, zuletzt ausbrechend und in einem rhythmisch taktmäßig die Schritte des Führers skandierenden, frenetisch hallenden Chor Heil, Heil, Heil. Das sind Radiotechniken, die finden Sie in der Ausstellung, wie sie entwickelt worden sind. Vorher. Natürlich handelt es sich um eine Inszenierung, aber Stresau, an der dramatischen Wucht änderte das so wenig wie im Fall einer gut geleiteten Theateraufführung. Soweit Stresaus Beobachtung.
Albert Einstein hatte sich gründlich geirrt, als er 1930 in seiner Rede zur Eröffnung der Berliner Funkausstellung in Berlin sagte: Die Techniker machen erst die wahre Demokratie möglich und der Rundfunk habe eine einzigartige Funktion zu erfüllen, die Völkerversöhnung. Solche trügerischen Hoffnungen kennen wir aus unseren heutigen neuen Medien oder von unseren heutigen neuen Medien, glaube ich, recht gut. Auch die Ambivalenzen des Fortschritts. Die von Stresau beschriebene goebbelsche Radioinszenierung entsprach dem, was sich begeisterte Hörspielregisseure in der Weimarer Republik ausgedacht und erprobt hatten. Und die besten von ihnen, also auf der unteren Ebene, arbeiteten nun im neuen Reich Hitlers, wurden gefördert, erhielten Gehaltserhöhungen und immer weiter verbesserte technische Gerätschaften. Die neue, rundfunkeigene akustische Kunstform, so wurde das ursprünglich genannt, hatte man zunächst als Funkdrama oder Sendespiel bezeichnet, bis sich um 1926 der Begriff Hörspiel durchsetzte. Spiel war es, Kultur und Technik effektvoll miteinander zu verbinden, zu einer Art Hörkino, zu einem akustischen Film. Das war der Gedanke und ist auch gut gelungen. Und wir haben hier gerade diesen akustischen Hitlerfilm gesehen, gehört. Seit 1930 wurden Geräusche zum wichtigsten Element der Hörspiele. In eigens geschaffenen Geräuschstudios, in der Ausstellung gibt es ein Bild auch solcher Studios, wurden Stimme und Klänge aller Art produziert, mal ruhig, mal dramatisch, wild aufsteigend, mal sanft verliebt, mal bedrohlich, im bedrohlichen, schicksalsschweren Crescendo, um regelrechte Hörbilder vor den inneren Augen des Radiopublikums entstehen zu lassen. All das ließ sich auch, ich habe es gezeigt, politisch nutzen, so oder so. In Deutschland 1933 in der bekannten Weise und zwei Jahre später inszenierte derselbe Goebbels seinen Führer Hitler in der von Stresau beschriebenen Rede als gigantisches, in den nächsten 12 Jahren noch vielfach variantenreich wiederholtes Hörbild. Dieser Hitler wurde zur politischen Kunstfigur, ja? Also eine, die es eigentlich nicht gab. Eine Erfindung mittels Technik, dann natürlich auch vor allem des Films und der Wochenschau. Damals, 1933, verließ Stresau recht bald das kleine Café, wo er den ersten Teil der Hitlerrede gehört hatte, weil er das erschreckende Gemisch von Wut, Flehen, Triumph, Beschwörung, Besessenheit, also auch hier innerhalb der Rede, diese verschiedenen Stilmittel nicht länger ertrug. Die Straßen waren so gut wie leer. Einzelne Gruppen standen eng zusammengedrängt vor den Lautsprechern, auf den Gesichtern eher dumpfer Ernst. Durch diese Stimme kann ein ganzes Volk, schrieb er in seinem Tagebuch, in den Paroxysmus getrieben werden, in anfallartige Bewusstseinsverluste. Und in dieser Luft keimen die Miasmen des Krieges, schwante Stresau 10 Monate nach Hitlers Machtergreifung angesichts dieser Rundfunkinszenierung. Die nationalsozialistischen Führer griffen möglichst viel von dem auf, was in der Weimarer Republik an Neuem und Modernen entwickelt worden war und beim Publikum einschlug. Das galt für den Rundfunk und für das neu entstandene Medium Film. Während der Wahlkämpfe 1932 benutzte Hitler für seine Auftritte ein dreimotoriges Junkers-Flugzeug, also das modernste, das auf dem Markt war. Wie das Radio versprach auch diese Form der Fortbewegung, Modernität, Tempo, Aufbruch und Zukunft. Seine Veranstaltungen fanden bevorzugt auf Flugfeldern statt, und der künftige Führer schwebte förmlich von oben ein. Insgesamt absolvierte Hitler 4 Deutschlandflüge zwischen April und November 1932 mit 148 Wahlauftritten. 148. Und besucht von vielen, vielen Millionen Menschen.
Das reich bebilderte Buch zu den Rundflügen produzierte Hitlers Leibfotograf Heinrich Hoffmann mit dem Titel Hitler über Deutschland. Nachdem dieser zunächst mit allen Mitteln Lichtbilder von sich verhindert hatte, errang der Fotograf Heinrich Hoffmann sein Vertrauen, wurde zum Leibfotografen und Monopolisten für die zum jeweiligen Tagesgeschehen passenden stilisierten Führerbilder. In dem bald expandierenden Fotohaus Hoffmann mit mehr als 300 Angestellten, die waren dafür zuständig, diesen Führer zu formen, ja. Also in der modernen, mit der Politik assoziierten Medienwelt lernte Hitler seine geliebte Eva Braun kennen, die dort eine Lehre als Fotografin absolvierte. Auch das hatte etwas Modernes. Denken Sie an entsprechende Politiker-Ehen. Neben dem Bildkonzern Hoffmann arbeiteten Kameraleute der Wochenschau und Redakteure und Tontechniker des Rundfunks, Filmregisseurinnen wie Lenin Riefenstahl, ein Kind aus dem Wedding, Berliner Wedding, armer Leute Kind, die in der Weimarer Republik schon aufgestiegen und ausgebildet worden war, Zeremonienmeister von Massenevents und Josef Goebbels, den man als Director of Strategic Communication heute vielleicht bezeichnen würde, voller Hingabe daran, Adolf Hitler als politische Kunstfigur namens Führer in Szene zu setzen. Die Übergänge aber zwischen der Weimarer Republik und dem im Januar 1933 proklamierten Dritten Reich gestalteten sich außerordentlich fließend. Ich glaube, das muss man sich klar machen. Nicht nur im Bereich des Rundfunks, sondern in allen gesellschaftlichen Sektoren. Viel musste Goebbels an der deutschen Rundfunkgesetzgebung nicht mehr verändern. Selbstbewusst formulierte er zur Eröffnung der Funkausstellung am 18. August 1933, man könnte das Wort Napoleons variieren, den Rundfunk die achte Großmacht nennen. Eine neu erfundene Großmacht, ein Fortschritt auf dem Gebiet der Technik, ein Fortschritt für die Menschheit, die nun in verbrecherische Hände geraten war. Wie sehr Goebbels auf die in der Weimarer Republik hervorgebrachten künstlerischen und unterhaltsamen, kreativen und unkonventionellen Methoden und Techniken der Radiomacher setzte, erläuterte er am 25. April 1933 vor den Intendanten und Direktoren der deutschen Sendeanstalten. Erstes Gesetz. Nur nicht langweilig werden. Das stelle ich allem voraus. Also glauben Sie nicht, dass Sie nun die Aufgabe haben, Gesinnung zu machen, in Patriotismus zu tun, Märsche herunterschmettern zu lassen und nationale Gedichte vortragen zu lassen. Nein, das ist nicht der Sinn dieser Umstellung. Sondern Sie müssen mithelfen, eine nationalistische Kunst und Kultur ans Licht der Welt zu bringen, die wirklich auch dem modernen Tempo, dem modernen Zeitempfinden entspricht. Gesinnung muss sein, aber Gesinnung braucht nicht Langeweile zu bedeuten. Das muss nun die Fantasie machen, die Fantasie, die sich nun auf diesem Boden bewegt und nun alle die Mittel und Methoden in Anspruch nimmt, alle, um die neue Gesinnung modern und aktuell und interessant und ansprechend den breiten Massen zu Gehör bringen. Das ist der Punkt und das hat funktioniert. Das muss man sich wirklich klar machen. Das ist nicht Thema dieser Ausstellung, aber das gehört dazu, sozusagen zum Weiterdenken. Das war eine Einladung an die Rundfunktechniker, Programmmacher, Redakteure, Regisseure und Akustiker aus den früheren Jahren des Rundfunks. Sie alle sollten, abgesehen von Juden und unverbesserlichen Sozialdemokraten und Demokraten, mit Freude und Engagement und professionellem Ehrgeiz weitermachen und sich über die veränderte politische Ausrichtung nicht allzu oft den Kopf zerbrechen. Bleibt professionell, bleibt bei euren Leisten, das andere geht euch nichts an. Und das ist verlockend, das war verlockend. Als die NSDAP 1933 die Regierung übernahm, konnte sie sich auf einen schon weitgehend verstaatlichen Rundfunk verlassen. Dieser war bereits 1926 mit Hilfe der Reichsrundfunkgesellschaft starker staatlicher Kontrolle unterstellt worden.
Nur die Musikprogramme konnten die einzelnen Sender in eigener Verantwortung produzieren. Nur die Musikprogramme. Politik und politisierte Kunst kontrollierte ein Überwachungsausschuss, so hieß das, mit Zensurbefugnis. Was unter Kunst zu verstehen war und was nicht, behielt ein Kulturbeirat im Auge. Beide Kontrollorgane wurden staatlicherseits besetzt. Es waren Republikaner, die das machten, aber natürlich auch Ministerialbeamte sozusagen aus dem alten Stil, ja, der deutschen Ministerialbürokratie. Politische Nachrichten wurden von einer halbstaatlichen Agentur namens DRADAG, Drahtloser Dienst AG, verbreitet und nach deren Maßgaben gesendet. Also Nachrichtensendungen waren vorbereitet und zentral. Die DRADAG unterstand dem Innenministerium, wobei private Nachrichtenbüros wie Wolfs Telegrafenbüro, Scherl, Mosse und die Telegrafenunion noch einen gewissen Einfluss hatten. Das änderte sich bereits 1932. Damals zurrte der Rundfunkkommissar im Reichsinnenministerium, diese Institution gab es schon die ganze Zeit, die staatlichen Zügel deutlich straffer. Die von ihm geschaffene Reform der Reichsrundfunkordnung drängte private Einflüsse deutlich zurück. All das bedeutete im Hinblick auf die politische Wende des Jahres 1933, die Angestellten der Rundfunkanstalten und diejenigen, die als freie Mitarbeiter Beiträge verfassten, hatten sich längst schon, wir haben das auch schon gehört, gerade eben von Herrn Walter, an politische Eingriffe und mehr oder weniger direkte Zensurmaßnahmen gewöhnt. Die DRADAG wurde 1932 der Reichsrundfunkgesellschaft einverleibt und alles zusammen dem Innenministerium unterstellt. Zudem wurde einer der bald wichtigsten Mitarbeiter Goebbels im Propagandaministerium, Hans Fritzsche, das war quasi sein Stellvertreter, bereits im Herbst 1932 mit einem führenden Posten in der Reichsrundfunkgesellschaft betraut. Er, wie auch Ministerialrat Scholz, der diese Reform gemacht hatte, traten 1933 unverzüglich der NSDAP bei. Und an dieser Stelle kommen wir endlich zu Kurt Tucholsky. Er engagierte sich immer wieder vom liberalen Standpunkt aus gegen die Zensur, die es in der Weimarer Republik gegeben hatte. Das aber machte ihn politisch blind. Denn er engagierte sich eindringlich und wiederholt gegen das Heraushalten der politischen Extreme aus den zumindest halbstaatlich regulierten Radioprogrammen. So forderte er 1929, selbstverständlich hat auch der schärfste Hitlermann das Recht, seine Bücher, seine Helden, seine Gedenktage und seine Ideale im Rundfunk zu propagieren, solange er damit keine strafbare Handlung begeht. Dasselbe gelte für Kommunisten, für steuerfeindliche Bauern, für großindustrielle Arbeiter und für solche Frauen, die sich nicht oder eben doch dem Gebärzwang unterwerfen wollten. Nur eines geht nicht, so Tucholsky, recht schwunghaft, dass eine Partei auf Kosten der anderen bevorzugt wird. Das ist ein klassischer liberaler Standpunkt, der aber den damaligen Verhältnissen nicht mehr entsprach. Fort mit der Zensur. 1930 schlägt er die moderne Talkshow vor, die es damals noch nicht gegeben hat, also den kontroversen öffentlichen Disput. Er fragt rhetorisch, warum nicht einen Pazifisten und einen Militaristen in öffentlicher Diskussion? Warum immer nur einen? Warum nicht beide? Schuld daran seien die, so wörtlich, übervorsichtigen, realpolitischen und verantwortungsbewussten Republikaner. Wir sind heute schlauer. Wenn man es von hinten her betrachtet, dann war dieser Standpunkt falsch. Ja? Die, so macht, die deshalb, weil sie das nicht zulassen, im Mustopf sitzen, wie Tucholsky sich ausdrückte.
Gemeint waren damit Leute wie der sozialdemokratische preußische Ministerpräsident Braun, ja, die Berliner Polizeipräsidenten, Severing, Zentrumspolitiker. Zudem engagierte sich Tucholsky natürlich, das überrascht hier niemanden, glaube ich, gegen den Spießer, der überschäumt, wenn ihm daher was etwas ins Haus gesprochen wird, mit dem er nicht einverstanden ist. Die von ihm angesprochenen intoleranten Hörer, die nur ihre Ruhe haben wollten und empörte Hörerbriefe schreiben würden, hatten sich nämlich organisiert, und zwar im Reichsverband Deutscher Rundfunkhörer. Am 10. Oktober 1931 übernahm einer, von dem hier schon die Rede war, den Vorsitz dieser, heute würde man sagen, zivilgesellschaftlichen Vereinigung, nämlich Dr. Josef Goebbels, wurde 1931 Vorsitzender derjenigen des Reichsverbandes Deutscher Rundfunkhörer. Es kommt, glaube ich, in dieser Ausstellung nicht so richtig zum Tragen, dieses Element. Aber es ist wichtig, dass man sich das klar macht, auch wie diese langsamen Übergänge sind und wie modern diese NS-Partei, diese NSDAP mit ihren Funktionären auch angesetzt hat. Im Rückblick, nun sind wir am Schluss, betrachtet muss man sagen, die Einwände von Kurt Tucholsky hatten etwas Elitäres. Seine Attacken gegen die deutschen Spießer, damit war natürlich die Mehrheit gemeint, niemand sonst, ignorierten die reale Gefahr, nämlich die Möglichkeit des sehr schnellen Untergangs von Demokratie, Gewaltenteilung, Rechtsstaat und Republik. Ja, ich finde, man darf Tucholsky auch mal kritisieren. Man ist ja hinterher viel schlauer als vorher und man weiß auch nie, wie man sich selber verhalten hätte damals. Ich glaube, das müssen wir uns alle selber zugute halten. Und ich freue mich, dass ich hier in das erste und weltweit einzige Tucholsky-Museum eingeladen worden bin. Es ist wirklich so und ich hoffe, dass es noch lange besteht und weitergeht. Dankeschön.